Willkommen zurück zu Cryo 4. Ladies and Gentlemen, das letzte Mal haben wir widerliche Frauen fertig gemacht. Und Messi-Kinder und komische Kerle und was heißt der Geil nicht alles. Alles sehr unschön und widerlich und tödlich, deswegen würde ich sagen, wir gehen. So, jetzt sind wir wieder hier, wo ich mich das letzte Mal nicht so 100% umgeguckt habe, weil ich den Fahrstuhl benutzt habe. Das werde ich jetzt tunlichst vermeiden, beziehungsweise als letztes tun. Beziehungsweise wir sollen ja in den Keller nach unten. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall erstmal hoch. Ich höre schon wieder Wasser, aber egal. Ah, da ist... Okay. Was ist dahinter drin? It's all chained up. I wonder what happened here. Ja, Hauptsache du machst das Ding nicht auf. Und hier ist auch meine Notiz 3, die ich das letzte Mal noch so halb übersehen habe. Also, weil ich ein paar Kinder umbringen muss, habe ich den Lift in der Halle festgesetzt. Nur das Personal mit einem Geheimcode hat Zugriff. Ich schätze, kein Kind wird's herausfinden. Die werden einfach die Stufen nehmen. Ja, wie du meinst. Okay. Oh, hier geht ja was. Na gut, nicht viel. Ah, das Magazin, das haben wir schon mal von der anderen Seite gesehen gehabt. Jetzt haben wir es auch. Wunderbar. Gut. Gut. Gehen wir noch höher. Mal wieder in der 4, diesmal zu Fuß. Aber hier geht nichts. Und das geht auch nicht, okay. Dann hat sich das ja erübrigt. Ja, ich will den Aufzug, wie gesagt, nicht nehmen. Ich werde jetzt mit den Treppen einfach runtergehen zum Keller. Denn das ist unser Ziel. Wir haben den Kellerschlüssel. Und das sind wir auch schon. Ah, hier plätschert es, okay. Oh, ah! Sag mal, wo kommen die denn als her? Das, kommen die so extrem aus der Ecke geschossen? Ich habe mich doch eben noch dahin... Ich habe eben noch dahin geguckt. Oh. Ständig kriege ich ja von hinten eins auf die Mütze. Ist ja schlimm mit euch. Oh, und hier geht's rein. Na sowas. Oh, na toll, das sieht widerlich aus. Nee, nee, nee. Erstmal da links gucken, was da ist. Platsch. Platsch, platsch. Okay. Fall versperrt. Was ist denn das? Ja, egal. Hier gibt's nix. So. Was sieht... Ja... Toll! Oh, hä? Ich sehe nichts. Hä? Wo bist du denn? Ey, weißt du, das ist echt uncool von dir. Jetzt habe ich schon wieder keine Munition. Das muss... Stirb schon! Stirb schon! Ihr seid widerlich. Ja, ich bin dann immer so geizig, dann gleich noch ein Magazin zu verbraten. Was beim ersten Mal nicht geklappt hat. Das kann ich nicht ändern. Vor allem, wenn ich mit Handy rumrenne, was man ja dank dieser Dunkelheit, dass man da dazu gezwungen, dann kann ich ja eh nicht reloaden. So. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe es falsch gemacht. Oh, Dual with Handy. So. So, bring mich nicht aus dem Konzept, du Schrulle. Ich gehe hier natürlich wieder Tür für Tür durch, ist ja wohl klar. Ist die total schnell hinter mich gerannt anscheinend. Die ist doch da durchgebrochen, oder habe ich das mal wieder verrafft? Ach, ich verraff so vieles. Ja, also hier will kein Mensch mehr wohnen. So viel ist sicher. So, und hier kommen wir nicht durch. Da ist rein gar nichts, aber ich gucke lieber noch ein zweites Mal. Ich hätte jetzt echt gerne mal wieder einen Speicherpunkt. Der letzte ist schon relativ lange her.
Aber ich finde es ehrlich gesagt gut, dass die, im Gegensatz zu den sonstigen Half-Life-Spielen und Half-Life-Mods, dass die dieses Quick-Save entfernt haben und dass es wirklich Speicherpunkte gibt. Ich finde das bei so einem Horrorspiel irgendwie viel besser. Wenn ich jetzt mich hier durch Quick-Safen würde, das wäre echt langweilig. Deswegen gut so. Nur lasst mich bitte nicht so lange warten. Okay. Geht da unten überhaupt was? Ich war anscheinend noch gar nicht im Keller. Da gab es nur einen fetten Rohrbruch oder so. Keine Ahnung. Ah, und hoch darf ich auch nicht. Gut. Gut. Hat sich das ja erübrigt. Ui. Schöner Sprung gemacht. Stimmt. Ach, meine Ausweichskills. Sollte ich auch mal versuchen bei der Tante. Vor allem, wenn sie auf mich zugerast kommt. Ah, wie geil. Gut, ich vermute, jetzt geht der Keller erst so richtig los. Zwei Türen. Die geht nicht. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe den Schlüssel. So. Wunderbar. Wir haben mal wieder ein Magazin bekommen. Hallo, ist da jemand? Was bist du denn? Kann ich dich überhaupt töten? Du Japano-Geist für Arme? Was? Drücke mal um den Suizid-Einfluss. Was? Okay, ich habe Selbstmord begangen. Und ich hätte... Hä? Die erste... Ich hätte Maustaste drücken müssen, damit das endet? Alter, ich weiß gar nicht, ob ich das Ding töten kann. Das ist ja so ein typischer Geist. Ein Japano-Geist. Ah, wie krank. Vielleicht kann man die auch gar nicht töten. Ich muss rennen. Ich weiß es nicht. Ah, ich habe wieder den Schlüssel benutzt. Ich weiß nicht, ob man die töten kann. Oder soll. Oder wegrennen. Ich tendiere zu wegrennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh Mann. Kommt das Vieh gleich wieder? Ich renne einfach dran vorbei. Ich lass die jetzt... Scheiße. 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 Ich muss an dem Vieh vorbei. Kommt das jetzt langsam oder kommt das nicht? Ich weiß es nicht. Also die sind echt creepy. Oh, Alter. Hi. Nein, sie macht was Böses mit mir. Nein, drücke. Ich drück doch. Ich drück doch. Ah, ich kann sie töten. Alles klar. Alles klar. Ich glaube, ich muss erst diesen... Suizidversuch überleben und dann kann ich sie töten oder so. Auch mal eine krasse Idee. Ach, nein, nichts kombinieren. Oh, Mann. Nimm die scheiß Waffe und dein Handy, so. Okay, die verschwindet auch sofort. Cool, Japano-Geister. Das Spiel wird immer besser. So. Okay. Wieder eine Sackgasse? Wieder eine Sackgasse? Was ist denn hier los? Japan, Bitch. Aber die blutet nicht so lange. Ja, jetzt muss ich erst wieder... Okay, hab's überstanden und jetzt töten. Bin mir nicht sicher. Ah, nein, jetzt habe ich zu früh nachgeladen. Oder? Oh, was war denn das? Ah, ich sehe nichts. Was denn? Was war... Oh, da war noch so eine Bitch. Aber irgendwie, ich habe die Maustaste vorsichtshalber gedrückt, wie verrückt, oder? Ging nicht. Nochmal machen. Ja, lass das nicht dann. Das ist auch so nervig, dass er dann das Handy wegnimmt. Ich habe überhaupt nichts gesehen im Dunkeln. Das ist mit den Lichtquellen in diesem Spiel echt furchtbar. Ständig muss man hier halb dunkel rumrennen und ich kann nicht nachladen und nix. Ah, oh, Mann. Ich weiß, ich bin wieder am Mimimi machen. Das kann ich ja so gut. So. Ah, okay. Nein. Hä? Wieso kriegt die keinen Schaden? Was ist denn jetzt los? Die macht doch nichts mehr. Die ist schon tot. Ja, toll. Anscheinend ihre Sterbesequenz irgendwie verrammelt oder so. Boah, bist du
hässlich. Hä? Ja, das hat sie persönlich genommen. Okay, jetzt habe ich Munition verschwendet, nur weil die nicht richtig gestorben ist, ey. Was geht los? Ah, na gut, wir wissen ja, da in den Ecken war ja nichts, ne? Dann können wir gleich weitermachen. Ich guck lieber nochmal, aber da war nichts drin. Gut, dann gut aufpassen, da kommt ja gleich die nächste. Und wenn ich die zwei gekillt habe, dann werde ich auch mal zwischendurch speichern. Das nervt nämlich ansonsten. Drücken, 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 drücken. Und jetzt stirb. Ist doch alles cool, Mann. Reg dich ab. So, jetzt kommt gleich die nächste von irgendwo. Und ich sehe nichts. Nee, ich gehe jetzt erstmal zurück. Das ist so blöd im Dunkeln. So, dual. Jetzt noch die eine killen und dann speichere ich. Ich glaube, die steht um die Ecke da. Das ist super. Da muss ich ziemlich nah an sie ran. Das finde ich auch blöd. Ich gehe erstmal so rum. Jetzt sollst du von mir raus herkommen. Ja. Drücken, 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 drücken. Stirb schon. Stirb. Oder du bist schon wieder tot, ne? Du machst nur so. Ja, die macht nur so. Okay. Verschwinde, ich kann das nicht leiden. Dual. Ups. So. Okay, ja, jetzt will ich eigentlich speichern gehen und irgendwie doch nicht. Aber ich habe irgendwie... Na, ich habe Angst, dass da wieder so ein Mistgeschick passiert. Dann muss ich nochmal alles machen. Das wäre ja auch für euch langweilig. Deswegen nehmen wir lieber nochmal schnell unsere Möglichkeit zum Speichern. Ziehen wir das nochmal in Betracht hier, wenn ich den richtigen Weg... Ah! Alter! Wieso ist da schon wieder eine? Oder war ich hier noch nie? Das kann doch gar nicht sein. Ah, jetzt habe ich keine Munition. Warte mal. Nein, ich kann mich gar nicht erschießen. Ich kann mich gar nicht erschießen. Ich habe keine Muni. Aber ich glaube, das Spiel ist nicht so logisch. Da passe ich lieber auf. Wieso lebst du? Super, wenn die Gegner immer respawnen, dann ist das blöd. Aber so richtig blöd, oder? Ich verraff's und laufe hier gerade komplett neu rum. Nee, das ist der alte Weg. Da geht's zurück. Jetzt kommt gleich mein Speicherpunkt. Ja, toll. Wehe, die sind jetzt alle wieder da. Dann kotze ich aber ab. Dann hätte ich nicht speichern dürfen eigentlich. Naja. Vielleicht war es nur Zufall. Mal sehen. Wehe. Ich habe keine Muni mehr. Gott sei Dank. Das war nur ein fieser Zufall im Falle, wenn man zurück will. Hoffentlich nur bei der einen jetzt. So, ich habe keine Muni mehr. Deswegen dual with this. Obwohl, da habe ich ja diese blöde Attacke. Die mag ich ja gar nicht. Ach, Mann. So, hier blieb auch alles tot. Wunderbar. Und weiter geht's. Hier ist hell genug. Ich nehme mal das Messer. Super, ey. Kann ich an die Japan-Bitch noch so nah ran. Das ist toll. Ich bin begeistert. Ja, die Überlegung wäre natürlich auch, Gegner einfach mal in Ruhe zu lassen, an sie vorbeigehen. Ich weiß nicht. Manche Spiele fordern einen ja quasi dazu auf, aber bisher ging es ja ganz gut. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Das schauen wir uns mal von der Nähe an. Also ich will mich hier nicht erhängen, so viel ist sicher. Ein Videotape. Such nach einem Videogerät, okay. Können wir machen. Kann ich da irgendwie dran ziehen, so like a Silent Hill oder? Nee. Da kann ich nichts dran machen. Mhm. Na gut. Gehen wir weiter. Ist ja ein interessanter Keller. Mensch. Dunkel, ich höre was. Ah, okay. Ist nur ein Messikind. Nur ein Messikind. Au! Cool. Mhm. Eine Tür. Hier wird's mir zu dunkel. Oh, Munition. Sehr gut, aber ich werde jetzt mal ein bisschen sparen damit. Geht nicht auf. Geht nicht auf. Gut, dann gibt's nur die eine Tür da hinten. Gut, gut. Du hast das Schloss aufgesperrt.
Ich dachte mir schon fast, dass ich jetzt wieder an meinem Speicherpunkt bin, aber was hat mir der ganze Rundgang jetzt gebracht? Ein Videotape, ja stimmt, ein Videotape hat es mir gebracht, aber... Videoplayer? War es das jetzt wirklich? Sollte ich da runter wegen einem Videotape? Oder habe ich was übersehen oder vergessen? Na gut, ich werde es ja merken, wenn jetzt oben was Neues passiert, dann weiß ich, dass ich alles richtig mache. In irgendeinem Zimmer gab es bestimmt ein Videogerät. Okay, dann musste ich wieder hier rein. Aber ich habe es mir nicht gemerkt, wo eins ist. Oh, Mann, dunkel. Okay, noch gibt es hier keine Anzeichen, dass Zurücklaufen das Richtige ist, weil nichts Neues passiert. Aber das könnte sich ja noch ändern. Immer noch alles ruhig, wie vorhin. Okay, langsam bekomme ich den Verdacht, dass es nicht richtig ist, zurückzulaufen. Okay, den Fahrstuhl kann ich nicht mehr benutzen. Das war einmal. Ja, also so langsam. Ne? Ich kann mich auch nicht wirklich an den Video... erinnern. Klar, wir haben ein paar Fernseher gesehen, aber... ob das funktioniert? Ihr seht es ja selbst, das ist nichts, da passiert nichts Neues. Und bisher hat das Spiel eigentlich immer mit Trigger-Effekten gearbeitet. Das heißt, sobald wir was storytechnisch Wichtiges gemacht haben, dann ist auch in den alten Gegenden was Neues passiert. Deswegen bin ich gerade echt verwirrt, ob ich hier das Richtige mache. Aber da unten war doch nichts mehr. What's happened to all this stuff? Wieso hat er das jetzt gesagt? Achso, weil ich da gedrückt habe. Okay, schade. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ich glaube, ich verbrassel gerade sinnlos Zeit. Das wäre ärgerlich. Dann könnt ihr theoretisch jetzt schon abschalten, weil wenn ich wirklich, wenn es hier nichts mehr gibt, dann... Ach, da hinten steht noch meine Freundin, ne? Ach, süß, ich werde erwartet. Ist das nicht schön, wenn man nach Hause kommt und die Frau wartet auf einen? Mensch, das ist doch toll. Ist super. Oh je. Nee, ich glaube, wir machen das falsch. Aber wenn ich jetzt... das nicht 100% nachchecke. Ja, komm, dann kriegst du halt doch eins von meinen letzten Patronen. So lieb habe ich dich. Jetzt können wir uns ganz genau gucken, wie viel sie aushält. Das gibt's doch nicht, oder? 4 Schüsse nur? So unglaublich verschwenderisch bin ich. 4 Schüsse reichen zum Tod. Das ist ja abartig. Gab's ja zufällig. Ah, hier. Aber benutzt es nicht. Das ist ja auch ein DVD-Spieler, ne? Nee, doch. DVD, eindeutig. Ja, super, ey. So ein hässliches VHS-Gerät hat doch kein Mensch mehr. Doch, ich. Ach, nee. Der Speicher ist es bestimmt nicht. Ich bin gerade umsonst zurückgeladen. Da bin ich mir jetzt eigentlich schon ziemlich sicher. Also viel weiter zurück werde ich auch nicht mehr kommen. Glaube ich. Oder? Ja, jetzt hört es langsam auf. Da war nichts mehr. Da war meine Messi-Pute. Moment, was war mit der anderen Tür noch? Geht hier was? Nein. Ja, Freunde, das ist... scheiße gelaufen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich guck mal, wenn ich hier den Spielstand laden kann. Ja, kann ich. So, dann ersparen wir uns nämlich den Rückweg. Ja, also wie gesagt, ich gehe da jetzt nochmal rein. Das
Gibt's doch nicht. Wo geht's denn jetzt weiter? So, da waren wir. Moment, was war dann weiter links, oder? Habe ich doch bestimmt schon gecheckt, oder? Gucken wir mal. Ich brauche Licht! Batsch. Batsch, nee, hier geht gar nichts. Habe ich gecheckt. Auf dem Boden hier irgendwas? Nee, da ist nichts. Wir gehen nochmal zurück. Da kann ich auch nichts machen. Okay, wir latschen zurück. Irgendwo habe ich hier bestimmt was übersehen. Nee, das ist auch nichts. So, jetzt sind wir aber auch schon wieder hier. Das macht doch keinen Sinn. Jetzt kommen wir gleich wieder raus. Seitdem hier ist vielleicht... Nee, das sind doch nur diese kleinen Sackgassen. Die kennen wir auch. Da ist sonst nichts. So, und jetzt kommen wir raus aus dem Keller. Ja, also im Keller ist nichts. Ich habe nur so ein blödes Videotape. Was sagen denn meine Notes? Na gut, da hat er nur das Zeug aufgeschrieben. Das kennen wir ja schon. Ja, da kommen wir nicht raus. Moment mal, ich bin da durchgegangen. Ja, sonst ging ja nichts mehr. Ich muss ja da durch. Okay, Leute, jetzt hänge ich wirklich das erste Mal. Aber das ist nicht so schlimm. Jetzt bin ich am Ende des Partes. Und ihr, ja, habt die ehrenvolle Aufgabe, mir einen dezenten Tipp zu geben, was ich gerade verpeile. Wenn ich in den nächsten 2-3 Minuten mich selbst noch raffen sollte. Vielleicht muss ich wirklich ein VHS-Gerät finden. In irgendeiner dieser Wohnungen. Was anderes, klügeres fällt mir nicht ein. Vielleicht habe ich auch irgendeine wichtige Tür oder so übersehen. Hier noch irgendwas? Das war ja auch ein bisschen sinnlos, aber da ist sonst nichts. Bodenfleisch? Ah. Okay. Nochmal hoch. Da bin ich das letzte Mal weitergegangen, ne? Deswegen gehe ich da jetzt nochmal raus und gehe erst noch weiter hoch, aber ich glaube, da war noch nichts, ne? Oder bin ich? Hier vielleicht. Kann ich das Radio anmachen? Nein. Aber hier kommen wir immer noch nicht rein. War ich hier schon? Ja, ah ja, genau, da war mein Schlüssel. Quatsch, mein, da war ein Magazin. So, weiter oben, war da noch was? Vielleicht ein Fernseher? Videogerät? Irgendwas? Und Quatsch. Ah, Mann! Menu! Bin ich fies? Der geht nicht, nee. Nee, nix. Gar nix. Ja, die kenne ich schon. Jo. Jo, 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 jo. Okay, vielleicht habe ich hier einen Raum übersehen. VHS-Gerät! VHS-Gerät! Ah, in dem Raum war ein VHS-Gerät. Super! Oh, geil, wir haben es doch noch rausgefunden. Ja! Aber bitte doch. Fernseh gucken. Hopp!
4769. Okay. Escape the apartments with the elevator. Das ist doch mal ein Ziel, das wir gerne machen werden. Allerdings erst das nächste Mal, Freunde. Wenn es wieder heißt Let's Play Cry of Fear.